Herzlich willkommen zurück nach langer Zeit wieder zu einem neuen Testvideo. Wir testen für euch brandneue Beläge und zwar von Tipa, Tipa Evolution, der ELD und FXD. Und ja, da wünschen wir euch viel Spaß dabei. Mit welchem Holz testen wir das Ganze, Alex? Wir werden das auf dem Futurespin Z Carbonholz testen. Das ist mein Spielholz, deswegen kann ich auf dem die Beläge ganz gut vergleichen. Super, viel Spaß mit dem Video. Okay, intensiver Test. Wir haben die zwei Evolution oder die neuen Evolution Beläge getestet. Preislich liegen die beiden bei 52,90, ungefähr 10 Euro günstiger als die Rasanta Beläge aktuell. Deswegen da vom Preis auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Hat der Qualität nicht unbedingt einen Abstrich gemacht. Vielleicht magst du einfach schon mal darauf eingehen, wie für dich der erste Eindruck war. Genau, also die Evolution Beläge, die neuen ELD und FXD, die haben ja auch diesen Red Sponge, den der MXD auch schon hatte. Das ist ein relativ harter Schwamm. Man hat ja beim FXS und beim FXP damals sehr damit geworben, dass es insgesamt ein sehr weicher Belag ist. Beim FXD ist es jetzt eben so, der Belag spielt sich trotzdem relativ hart, finde ich. Und beim ELD ist es eben noch ein Ticken härter. Und Tipa wirbt ja auch damit, dass der ELD eher zu vergleichen ist mit dem MXS oder dem MXP. Und der FXD ist zu vergleichen mit dem ELP und dem ELS. Also es ist, ich verstehe gar nichts. Aber wenn ihr es nicht ganz versteht, einfach das Video nochmal 2 Minuten zurück und nochmal anschauen. Dann versteht ihr. Genau, wo sind wir stehen geblieben? Das sind gute Beläge. Ja, die neuen Evolution ELD und FXD sind eben zwei neue Beläge mit diesem Red Sponge, den der MXD auch schon hatte. Und deswegen spielen sich die Beläge auch eher ein bisschen härter, haben deswegen viel Katapult und spielen sich durchaus vergleichbar mit den neuen Rasanta-Belägen auch. Und ja, für mich persönlich hat sich der Belag sehr, also deutlich härter sogar angefühlt, als er in Wahrheit ist, was eben an diesem Red Sponge liegt. Und hat, finde ich persönlich, mit den alten Evolutions gar nicht mehr so viel zu tun. Mir hat er persönlich sogar besser gefallen. Ich weiß nicht, wir haben ja auch schon mal den anderen Evolution getestet. Wie fandest du den im Vergleich? Also von der Härte kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Und ich würde auch, also wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wahrscheinlich würde ich auch zu einem von den beiden tendieren. Genau. Ich finde sogar, die beiden untereinander haben sich gar nicht so extrem unterschieden. Das stimmt, ja. Ich würde wahrscheinlich sogar eher zu dem, welcher war das, der ELD war der härtere? Genau, der FXD wahrscheinlich nehmen, weil, wie gesagt, die von der Härte nimmt sie sich nicht so viel und ich habe da von der Qualität beim FXD eigentlich nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Deswegen wahrscheinlich eher vom ersten Gefühl der FXD für die meisten die bessere Variante. Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, also auch durch das Preis-Leistungs-Verhältnis, was Bojan gerade auch schon gemeint hat, mit den 10 Euro günstiger als viele andere Hersteller,
ist das durchaus eine Alternative und da hat Tipo auf jeden Fall einen guten Belag rausgebracht, würde ich sagen. Wir hatten ja letztes Jahr einen anderen Evolution getestet. Den MXD. Genau, den findet ihr auch hier auf dem Kanal. Einfach, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal anschauen. Und ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, welche Beläge wir uns vielleicht noch anschauen sollen in Zukunft. Und ja, dann wünsche ich euch weiter viel Erfolg im Tischtennis und bis zum nächsten Video.